Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Kerbal Space Program. In der letzten Folge haben wir angefangen, unsere neue Rakete zur Notabholung von einem unserer, vom Tilton Kerman zu machen. Denn der ist da oben und dem geht's gar nicht gut. Er hat radiale Verstrahlung und ja. So einen sollten wir da eventuell nicht oben lassen. Wir haben eh schon schlechte Reputation, wenn man es so sieht. Und vielleicht wäre es dann gar nicht doof, den einfach mal abzuholen. Bedeutet, wir bauen jetzt hier gerade Triebwerke, die dementsprechend da oben alles platt machen können. Schauen wir mal. Wie viel Schub hätten wir dann damit? 0, achso, warte mal, es ist nur einer. 2,45. Was ist, wenn wir sagen, hey, wir nehmen nur die 4? Genau so. Dann sind wir bei 2, das ist perfekt. So, das Zeug kriegt eh noch extra Triebwerke, weil... So. Erstmal wird hier eine schöne Farbe angelegt. Nee, es taugt mir nicht. Ich will das, dann nehmen wir das Grau hier halt. Die sind schon wieder so kompliziert. So. Dann nehmen wir seitlich noch die Coupler dran. Alter, ich spiele das Spiel seit Jahren und ich finde immer wieder Sachen nicht. Es ist peinlich einfach, wenn man so sieht, ne? Einfach peinlich, du. Und jetzt kommen die dementsprechenden Festtreibstoffbooster dran. Da würde ich aber gerne größere. Kann ich nicht einfach. Ich brauche einfach einen neuen. Ich nehme jetzt diese langen hier und tu die Tweaks da scalen. So. Vielleicht ein bisschen. Nehmen wir doch andere. Nehmen wir mal die. Oh nee, Original nehmen wir auch nicht. Wir nehmen die hier und tun die ein bisschen hochpumpen. Ein bisschen groß vielleicht. Machen wir hier auf. 3,0. Im Grunde gleich schaffen die es dann schon alleine, dich in die Atmosphäre zu pumpen. Aber scheißegal, es ist witzig. Jetzt brauchen wir aerodynamisch noch eine Spitze. Kann man nicht natürlich. Das sind diese Spitzen, die ich dann immer hasse. So. 3, 3. So, perfekt. Genau. Dann brauchen wir. Struts, die das Ganze festmachen. Beidseitig perfekt. So. Wir werden hier alles zünden. Die Triebwerke kriegen aber bitte einen zweiten Schubphase, weil ich glaube nicht, dass wir die so verbrauchen werden. Genauso drehen wir die Rakete. Und dann schauen wir mal, haben wir noch diese Mini-Booster? Sicher, oder? Wir haben doch diese Mini-Booster. Perfekt. Die müssen bitte oben und unten an den Teilen festgemacht werden. Die kommen alle in eine Stage. Denn die gehören zur Entkopplungsabteilung. Und schießen dann dementsprechend die Antriebe weg. So, wo sind die jetzt? 1, 2, 3, 4 passt. Perfekt. Dann die kappeln wir. Dann die kappeln wir nach da. Was ist das jetzt für ein Dekappler? Der kann gleich damit. So, okay. So, dann haben wir noch 1000. Dann haben wir hier die Stage. Und dann ist die Stage dran. Danach, das ist die Stage. Gut. Das ist jetzt die Space Traveler. Das ist der Space Traveler. Space Traveler. Machen wir jetzt hier mal auf Speichern. Stellen die Crew schnell ein.
Oh fuck, wir brauchen noch. Wir brauchen eine Crew. Ich habe keine Crew mehr. Oh fuck, ich hätte. Hier unten gibt es ja den Button. Ich realisiere das immer dann, wenn ich schon zu spät bin. Ich bin so blöd. Alter, das Ding ist aber. Schau mal, es wird bestimmt nicht. Also, stimmt, wir hätten ja eigentlich schon ein Ding gehabt, aber was Neues bauen ist zwischendurch auch ganz cool. So, Astronautenkomplex. Uff. Ah, ne, Bewerber. Pilot. Pilot. Ach, alle. Wir bauen immer neue Leute. Alter, das kann doch nicht gut gehen. Das kann einfach nicht gut gehen. Wir bräuchten eigentlich irgendwann, müsste das so machen, dass wir wirklich Raketen haben, die mit Skript nur noch fliegen. Das wäre natürlich mega, wurde so vorgefertigt. Also ich bin ja eh im Skript schreiben die ganze Zeit. Vor allem für eins meiner SN-15-Projekte oder Starship-Projekte allgemein, die ich auch mit Flaps gebaut habe. Da würde ich gerne ein Skript für schreiben, dass das wirklich mit Flip und alles funktioniert, automatisch berechnet auch. Aber ja, so, bedeutet Crew. Ich hätte gerne nur einen Piloten mit. Das wär's. So, dann würde ich sagen, wir nehmen Wissenschaftler mit. Nee. Sind wir ready für den Start? Wir sind ready für den Start. Das Ding wird so Bratz machen und einfach gen Himmel. Einfach gen Himmel. Nirgends anders hin, gen Himmel. Nee, das ist so. Das wird geil, das wird fein, das wird. Schön salzig mit Video. Alter, ich hab. Also, ich mag nur anmerken, ne, wie groß hier meine Videodateien immer sind. Ich sehe hier gerade Videoaufnahme 6, das bedeutet, es sind. 3 Facecams und 3x Videospielen haben wir allein 70 GB. Ich nehme hier mit Qualität auf, das sage ich euch. Nur Spitzenqualität. Aber ja, die 6 Videos ist noch eins wahrscheinlich nicht ganz mitberechnet, weil eins nehmen wir hier gerade auf. Beziehungsweise auch die Facecam. Die Facecam ist lustigerweise teilweise sogar größer wie das Spiel, was ich interessant finde. So. Ich würde mal sagen, 3, 2, Alter, das Ding ist fett. 2, 1, Liftoff. Holy shitamaroni. Wie viel Schub haben wir denn gerade aktuell? 2,26, oh, das ist eigentlich super. Die fetten Tanks seitlich sind halt natürlich... Leben, die ziehen jetzt durch. Ich weiß noch nicht so ganz, was alles passieren wird, aber ist ja wurscht. Wir können, schon. Ich weiß nicht, in welche Richtung ich da tilte. Oh fuck, ich tilte in die Richtung, ja. Fuck, wieder zurücklenken. Das ist die falsche Richtung. Ich mache gerade alles falsch, wisst ihr das? Ich habe die nicht jetzt einfach mal umgelegt, die Rakete, und das hat mir bereitet mir gerade echt Probleme. Tilten, 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 langsam tilten. Nicht drehen, das ist eine kacke Idee, sich zu drehen jetzt. Wir sind mit über 1000 MS unterwegs. Holy shit. Aber sie steuert sich immer besser. Interessant. Das ist sehr interessant. Wir schalten unsere aktuelle Flugbahn aus. Holy shit, der Apoapsis. Doing not the way Ned's playing about it, we must.
So. Ja, wir haben eine ordentliche... Okay, das war echt unerwartet. Warte, wir haben hier noch viel Tank drin. Mit 731 MS können wir natürlich noch ein bisschen was schaffen. Und danach haben wir dann die obere Stage. Warum auch das genau andersrum ist, das ergibt gar keinen Sinn. So. Ich glaube, langsam hat er sich unter Kontrolle, oder? Kriegt er sich jetzt ein? Ja, wir kriegen uns ein, glaube ich. Perfekt. Ich glaube, das ist jetzt eine kontrollierte Rolle mittlerweile. Eine kontrollierte Rolle. Wir sind wieder über Kirby. Also ich glaube, in echt würde man sich jetzt Sorgen machen. Aber wie gesagt, die Flugbahn war eigentlich auch anders gedacht. Ich hätte viel flacher wollen, aber ich habe mich zur Seite getiltet. Deswegen, ich glaube, unsere Flugbahn ist auch relativ... Nee, sie haben so... Oh, wir haben die ganz gut korrigiert bekommen. Aber wir fliegen trotzdem ganz leicht schräg. Und wir haben jetzt noch ein bisschen, bis wir in dem... Medlev denkt sich so, wuhu, Spinning Tour. Oh, fuck. Leute. Wir machen das Ganze nochmal von vorne, bitte. Alter, okay, das ist Ausnahme. Normal sage ich ja, wir tun nichts wiederholen, aber das ist pure Dummheit, was da passiert ist. Ist euch auch aufgefallen, was passiert ist? Wir haben keinen Fallschirm. Geil, wir haben keinen Fallschirm. Hey, wir fliegen los. Wo ist der Fallschirm hin? So. Alter, wie geil ist das denn? Einfach mal ohne Fallschirm Luftfahren fliegen. Das wäre so typisch wieder. Irgendwann muss ich mal so machen, dass ich wirklich nichts mehr wiederholen kann. Dann werde ich aber so pingelig. Würde ich sagen. Also ich denke echt, dass ich wirklich pingelig dann werde. Weil ich halt nicht verkacken will. So. Und die zwei kleineren. Nein. Und zwei kleinere Fallschirme links und rechts davon jeweils. Zack. Also als erstes öffnen sich die zwei kleinen. Und was ist das? Das ist die Stage. Das muss doch auf jeden Fall doch davor passieren. Zack und dann zack. Perfekt. Das muss so geteilt werden. Das ergibt sonst keinen Sinn. Ja, dann würde ich sagen, jetzt sind wir auf jeden Fall ready. Speichern. Crew ist immer noch der Medislav. Gut, perfekt. Und nochmal auf die Schaffe. Ah! Sowas kann auch nur mir passieren. Habe ich das ausgesteckt? Ich glaube, das war jetzt das Stadion. Aber okay. Nee, irgendwas anderes. Was steckt sich jetzt schon wieder aus? Spiel? Spiel. Ich hasse es, wenn das Spiel so lädt. Ich hasse es. Ich hasse es. Ich hasse es. Ich weiß nicht, ob es sich aufgehängt hat oder nicht. Come on, Spiel. Oh. Das ist Nervenkitzel pur jedes Mal. Okay. 3, 2, 1. Gleich checken, in welche Richtung wir kippen. Okay, in die andere Richtung, in dem Fall drücken. Gut. So. Können wir nicht relativ früh diesmal auch die Flugbahn ein bisschen anpassen? Je früher wir leicht schief liegen, desto besser ist es später bei der 10-Kilometer-Marke. Nur zur Kontrolle. Ja, die Fallschirme sind dran. Nicht, dass schon wieder die Fallschirme weg sind. Das wäre Katastrophe.
So, natürlich jetzt in der Airspeed, in der hohen, wird das Ganze sich drehen immer ein bisschen härter. Ich glaube, wir sind jetzt bei 3G, 4G oder sowas. Wir werden immer schneller natürlich. Was das ganze Unterfangen ein bisschen schwerer macht. Wir sind auf jeden Fall schon mal durch die Atmosphäre durch. Wir sind bei 11 Kilometern. Und orbitmäßig schauen wir, sind wir bei 44.000 schon. So, langsam auch nach unten wieder. Scheint, dass wir relativ flach da durchkommen und schon viel Seitwärtsboost geben können. Man sieht ja, wie unsere Flugbahn eigentlich gedacht ist. So. Na, warte mal, falsch. Ah. Einmal ausrichten, schön. So. Cruise Mode activated. Und jetzt würde ich sagen, spulen wir bis kurz hier vor. Space Shuttle durchquert die Kerbin-Strahlungsgürtel. Den Kerbin-Strahlungsgürtel. Das ist jetzt eine Minute noch entfernt. So. Jetzt kann sich nochmal anpassen, die Rakete. Ich kann RCS ein, weil es ist immer nur unser zweiter Tank eigentlich. Und der sollte dafür auch geeignet bleiben. Deswegen, wir haben noch ein bisschen Zeit bis zum Punkt 49 Sekunden. Das sollte machbar sein, wenn der gut Gas gibt. Danach tun wir mit dem Triebwerken nachhelfen. Und dann ist das schon vollkommen okay. Das scheint gut zu laufen gerade. Mal wieder ein 3-Stage-System. Ich habe ja in letzter Zeit eher ein 2-Stage-System eigentlich experimentiert. Das ist wieder so ein, ja, typisches 3-Stage-System, würde ich jetzt nicht sagen, aber schon eigentlich. Du hast eigentlich immer die Booster, dann die Mittel-Stage, das ist ja hier in dem Fall, und das ist die obere Stage, die dann zum Mount fliegt. Bei der Saturn war es ja, du hattest unten die Haupt-Stage, dann in der Mitte eine Mittel-Stage und dann noch die Up-Stage. Wo halt sich dann die Sachen auch verbunden haben. Die waren ein bisschen komplizierter, das darf man ja nicht unterschätzen eigentlich, so. So, jetzt wird mal richtig gepumpt hier. Wir müssen natürlich aufpassen, dass es trotzdem in der Atmosphäre bleibt, das Teil. So. Jetzt wird abgedockt. Und aus der Atmosphäre rausgeholt, das Teil. Währenddessen fahren wir die Solarmodule aus. So. Sind jetzt nicht die stärksten, aber sie können was. So, jetzt haben wir bald einen guten Umkreis, würde ich sagen. Guter Umkreis ist immer perfekt. Weil dann können wir besser agieren. So. Die andere Stage ist eh schon AD. Die ist schon weg. Aber Leute, der Flug zum Mond, das machen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao. Everything changes.